And I don't even know the places that I've fallen. Cigarettes on your lips to be alone. Getting higher, 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 skin and bone. Jetzt haben wir bei der ganzen Sache eines noch nicht betrachtet. Das sind die Batterien. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn die Batteriegröße, die muss auch stimmen. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, ganz einfache Bleisäurebatterien zu nehmen, Flüssigbatterien, also keine AGM- oder Gel-Batterien. Warum haben wir uns dazu entschlossen? Die sind erstens mal relativ teuer. Und zweitens habe ich bis jetzt damit auch keine so positiven Erfahrungen gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen normale Bleisäure-Flüssigbatterien, die man nachfüllen kann. Und bis jetzt laufen sie sehr gut. Und die kriegt man eben, das ist der große Vorteil überall, die kriegt man auch in einem Autozubehörhandel. Und jede Insel hat sowas, aber jede Insel hat nicht unbedingt eine Chandlery, wo es Segelzubehör gibt. Und zumal, wenn irgendwo Yacht draufsteht oder Marine, dann sind die Dinge auch gleich doppelt so teuer. Also, und wenn man eine Batterie ausfällt, dann kann man sich zu günstigen Preisen eine neue kaufen. Da muss man nicht gleich Hunderte oder Tausende von Euro ausgeben, um so eine Bank zu wechseln. Deswegen haben wir gesagt, normale Bleisäurebatterien. Und wie gesagt, funktioniert das auch ganz gut. Für die Berechnung der Batteriegröße muss man sich auch ein bisschen mit der Funktionsweise bzw. den Eigenschaften einer Batterie auskennen. Und so haben wir gesagt, habe ich gesagt, dass wenn wir die normalen Bleisäurebatterien nehmen, die darf man maximal bis 50% der Kapazität entladen. Wenn man da runter geht, dann leiden die. Also dann ist der Verschleiß sehr hoch. Das heißt, unter 50% der Kapazität niemals entladen. Wenn ich also 300 Amperestunden habe, dann dürfen die maximal auf 150 runtergehen. Und ich habe da eine Sicherheit eingebaut. Bei uns dürfen die Batterien maximal 30% entladen werden. Also sie müssen noch eine Kapazität von 70% haben. Wir haben einen maximalen Stromverbrauch von 116 Amperestunden. Davon bin ich mal ausgegangen. 116 Amperestunden sollen 30% der Kapazität sein. Wenn 116 Amperestunden 30% der Kapazität sind, dann sind 270 Amperestunden 70% der Kapazität. Das heißt, 270 Amperestunden müssen immer in den Batterien drin sein. Das macht eine Gesamtsumme von 386 Amperestunden. So, die Batteriebank, die müsste bei uns also 386 Amperestunden Kapazität haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir den Strom, also die gesamten 116 Amperestunden, nicht verbrauchen, ohne die Batterie nachzuladen. Das heißt, wir brauchen die 386 Amperestunden nicht voll, sondern die Batterie wird ja während des Entladens oder während des Verbrauchs auch gleich wieder nachgeladen, wenn man am Tag unterwegs ist oder auch nachts mit Windgenerator natürlich. Und so haben wir Pi mal Daumen gesagt, wir nehmen 300 Amperestunden fürs Bordnetz und darüber reden wir ja. Und dann haben wir noch 100 Amperestunden für Starter und Anker. Also wir haben 300 Amperestunden Bordnetzbatterien und das kommt auch sehr gut hin. Wir sind noch nie unter 72% der Kapazität der Batterie gefallen. Das hat immer gut funktioniert. Ist also genau die richtige Größe. Und wir haben zudem eben noch die 100 Amperestunden Starterbatterie, wo dann auch die Ankerwinde mit dranhängt. Die wird natürlich zuerst geladen. So, die ist immer voll. Okay, damit haben wir jetzt die drei Komponenten Verbrauch, Erzeugung und Speicherung mal drin, auf einen Blick. Und jetzt gibt es noch so aus Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, ein paar Tipps. Wenn es mal nicht ausreicht mit der Stromerzeugung über Sonne und Wind, dann starten wir den Motor. Das ist natürlich nicht besonders toll, den gesamten Motor laufen zu lassen. Deswegen haben wir viele auch Generatoren an Bord. Ist aber völlig in Ordnung, wenn der nicht ständig läuft oder wenn er nicht wahnsinnig viel läuft. Also wir haben bis jetzt vielleicht 10 Stunden den Motor zu laufen gehabt. Wichtig ist aber, dass der Laderegler, der im Motor, in der Lichtmaschine eingebaut ist,
also der ganz normale, in den meisten Fällen ganz schlecht funktioniert. Das heißt, der lädt die Batterien bis maximal 80-85%, weil es ist ein ganz normales Teil, was auch im Auto drin steckt. Das ist kein Hochleistungsgerät, soll möglichst billig sein und soll den Akku nicht überladen. Und deswegen funktioniert das Ganze auch wirklich nur bedingt. Und deswegen haben wir gesagt, von vornherein, wir holen uns ein Schnellladegerät für die Batterieladung von der Lichtmaschine und haben Stirling eingesetzt. Der ist sehr unkompliziert, der wird einfach ins Ladekabel oder zwischen Lichtmaschine und Batterie reingesetzt. Der Anschluss hat eine Stunde gedauert, da muss man auch gar nicht an der Lichtmaschine irgendwie rumfummeln, wie das früher gewesen ist, dass man da die auseinanderbauen muss und löten muss, gar nicht. Und wenn die Batterien entladen sind, bis 70% ungefähr, dann braucht er bei uns 1,5 Stunden, dann sind die Batterien komplett voll. Ja, also wir haben normale 60 Amperestunden Lichtmaschine und der Stirling, dieses Ladegerät ist wirklich ein tolles Gerät, weil der lädt die Batterien ganz sicher bis wirklich auf 100% hoch und das sehr, sehr schnell. Also das kann ich nur jedem empfehlen, um einfach den Motor zu schonen. Und dann vielleicht noch so ein paar kleine Tipps zum Thema Solar. Die kannte ich auch schon vorher, die Tipps. Das war jetzt keine Erfahrung, aber die Erfahrung hat es bestätigt. Ich komme aus der Solarbranche oder ich habe da längere Zeit gearbeitet. Es ist also so, dass wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach baut, der wichtigste Punkt überhaupt, den man bedenken sollte, nachdem man das Ganze berechnet hat und weiß, wie viel Leistung man ungefähr benötigt, nehmt nicht ein großes Modul nach Möglichkeit, sondern nehmt mehrere kleine. Das ist ganz wichtig. Ich habe also schon mit Leuten gesprochen, unter anderem auch unsere dänischen Freunde, die hatten ein großes Modul drauf. Da gibt es immer ein Problem, nämlich die Verschattung. Wenn also nur eine Zelle dieses Moduls, also je nachdem wie viele Strings, wie viele Zellen hintereinander geschaltet sind, in einer Reihe sozusagen, wenn eine Zelle verschattet ist durch Mast oder Wanden oder was auch immer, dann hat der ganze String wesentlich weniger Leistung. Und wenn ein Modul einen String hat, dann fährt das gesamte Modul runter, wenn nur eine Zelle verschattet ist. Und wenn er zwei Strings hat, dann fährt 50% runter. Und das ist enorm viel. Wir haben 5 Module drauf, das sind kleine Module. Der Nachteil ist, man braucht ein bisschen oder man verschwendet etwas Platz durch die Rahmen natürlich. Ja. Aber der wesentliche Vorteil ist, wenn ein Modul oder eine Zelle eines Moduls verschattet ist und das Modul runterfährt, dann haben wir trotzdem noch 4 Module, die volle Leistung bringen. Das heißt, dann fehlt nur 1/5 der Leistung. Ja, wenn man nur ein Modul drauf hat, dann fehlen mindestens mal 50% der Leistung. Die Ausbeute bei gleicher Leistung ist bei einer Solaranlage mit mehreren Modulen, vor allen Dingen auf dem Segelboot, wo man immer irgendwie Verschattung hat durch Mast, durch Wanden, durch Windgeneratoren, die dahinter sitzen oder Radar oder was auch immer, oder Segel. Die Ausbeute ist bei gleicher Leistung wesentlich höher, wenn man mehrere Module drauf hat. Das ist das Wichtigste. Der zweite Punkt ist, was sich auch bestätigt hat, nehmt als Hauptgenerator, als Hauptsolargenerator keine flexiblen Module, weil flexible Module, die sind ja zum Biegen da, aber das funktioniert nicht wirklich gut, denn die kristallinen Module brechen, die kriegen Mikrorisse und irgendwann lässt die Leistung nach und das auch relativ schnell. Und wenn man Pech hat und man kommt mal dagegen oder man biegt die zu sehr, dann kann es passieren, dass die plötzlich gar keine Leistung mehr haben, dass die Leiter, die da einlaminiert sind, reißen, dass die Zellen zu große Brüche bekommen. Also ich würde da auf alle Fälle die Hände von weglassen, wenn man das als alleinigen Generator benutzen möchte. Wenn man flexible Module nutzt, um sie nebenbei noch mit aufzubauen, um ein bisschen mehr Sonne zu erhaschen, dann ist es völlig okay. Aber ansonsten würde ich es nicht machen, denn zudem altert natürlich auch der Kunststoff. Also die flexiblen Module sind immer mit Kunststoff aufgebaut. Die haben kein Glas oder sowas, sondern die haben Kunststoff. Und das wird milchig, altert ziemlich stark durch die UV-Strahlung. Also am besten sind stabile Glasmodule mit einem stabilen Rahmen. Okay,
Das war's. Haben wir alles? Soweit haben wir alles. Sehr gut. Na dann. Gut gemacht. Take me higher with